Ich glaube, dahinter standen Skelette oder so. Ich meine, wir können es ja einfach mal machen. Oder hier irgendwo sind irgendwo Skelette, bin ich mir ziemlich sicher. So, die Fleischwanzen machen wir natürlich auch kaputt. Weil sie es verdient haben. Oh, selbst für eine Fleischwanze brauchen wir zwei Schläge, wenn wir nicht kritisch sind. Ah ja. Fleischwanzen-Ragout wollen wir vielleicht auch noch machen. Vielleicht treffen wir ja noch auf Snuff. Nicht zu holen. So, die Truhe, die gilt es mal wieder zu knacken. Dann haben wir also... Rechts war es ganz bestimmt nicht. Also links. Nochmal links. Rechts. Nochmal rechts. Also links, links, rechts, rechts. Links. Rechts, also... Na, was war jetzt hier? Also links, links, rechts, rechts, links, rechts. Und da haben wir diese Truhe geknackt. Wie einen Fisch. Ach, wie schön. Ein bisschen Schwefel, Mana und einen Jagdbogen mit 400 Wert. Geilomat. Yo. Aber wie gesagt, ich meine mich zu erinnern, dass hier in dieser Mine, oder was auch immer das ist, vielleicht eine alte Ex-Mine oder, keine Ahnung, Schmuggellager, wer weiß, dass hier irgendwo auf jeden Fall noch dicke Monster auf uns lauern. Meine ich mich zumindest daran zu erinnern. Ich mach mal jetzt die Tür auf. Ah, Goblins, okay. Auf jeden Fall auch ein Goblin-Krieger. Die machen immer ordentlich Stress, die Viecher. Vielleicht hauen wir mal einen Feuerballruf. Davon haben wir ja genug. Schwarze Goblins sind da nicht so schlimm, aber Goblin-Krieger sind halt scheiße. So, mal gucken, ob wir den irgendwie gut erwischen können. Wumm. So, ich glaube, der Goblin-Krieger, der ist damit gleich kaputt. Und die schwarzen Goblins, die müssten wir eigentlich so ganz gut hinkriegen. Genau. Ach, und dich, dann ist es ja nur eine Goblin-Höhle. Da habe ich ja Schlimmeres in Erinnerung gehabt, irgendwie. Zack. Ja, mal gucken, was die Jungs hier gehortet haben. Einen Dolch und 25 Gold. Na, warum auch nicht? Ach, und ich hatte ja gelesen in den Kommentaren, ihr habt euch gewundert, warum ich Goldprobleme habe. Das liegt daran, dass ich Gold auch ausgebe, ne? Wir haben eine ganze Menge Zauber gekauft, wir haben eine ganze Menge Ausrüstung gekauft, vor allem haben wir viel gespendet bei Innos-Typ da, damit wir Lebenspunkte kriegen. Und da kommt eben einiges zusammen, ne? So, gebratenes Fleisch, nehmen wir mal alles mit, Schinken, gucken, was der Krieger dabei hatte, nur ein Fisch. Und eine Steintafel, sehr schön. Das lohnt. Ja, sehr gut. Dann gehen wir jetzt raus aus dieser ganzen Angelegenheit und schauen mal, dass wir endlich diesem Troll im Norden begegnen. Es dauert ja und dauert ja mit dem Bernhard. Aber ich hoffe, ihr habt natürlich trotzdem Spaß. Och, die können wir ja mal ausweiden. Sacharatten sind ja leicht bekömmlich, ne? Und während wir jetzt da in diese Richtung laufen, nehme ich mal einen Schluck Kaffee. Sehr lecker. Mit der Q-Taste ganz leicht angetippt, kann ich unseren Helden ja auch, quasi entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Da brauche ich gar nicht zur Maus zu fassen. Das heißt, ich kann das Trinken meines Kaffees sozusagen perfekt tarnen. Ich werde den Typen mal gegen die Wand jagen. Kann er nicht mehr ausweichen. So, war ja gar nicht weiter notwendig. Die Heilpflanze nehmen wir mal mit. Was liegt denn da? Ist da noch irgendwas hier irgendwo? Geheimnisse? Keine Geheimnisse. Sehr gut. Und, ja, die damals wollten, dass wir Magier werden, vielleicht wollten sie auch nur, dass wir hier ein bisschen langlaufen. Denn dieser Weg ist Teil der Magier-Quest und, tja, ich hoffe, ihr freut euch auch, dass wir jetzt so ein bisschen hier uns durchboxen. So, mit dem Typen da werden wir jetzt, denke ich, ein kleines Arrangement treffen. Hey, du. Was machst du denn hier? Wartest du auf jemanden? Jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. Das, klingt gut. Was hast du denn vor? Was hast du vor? Ich will die Snapper da oben jagen, aber ich glaube, es sind zu viele für mich allein. Das kann gut sein, wenn du möchtest, helfen wir dir. Tja, ja, auch helfen wir dir. Geh vor. Okay, ich helfe dir. Geh vor. Alles klar. Komm aber dem schwarzen Troll da hinten nicht zu nah. Der reißt dich sonst in Stücke, klar? Und wehe, du kneifst. Ja, aber der schwarze Troll ist genau der Grund, warum wir hier sind. Na, ist egal. Wir sind ja jetzt, eins von diesen Biestern. Wir sind ja jetzt im Team. Das heißt, die Snapper werden jetzt hier... So, das war's mit dir, du. Ach nee? Sind wir nicht im Team? Ach so. So, oh. Das war's mit dir, du Mistvieh. Da ist nichts. Damit bin ich nicht einverstanden. Damit bin ich nicht einverstanden. Das sind Erfahrungspunkte, die wir haben wollen. Ja? Ich dachte, wir sind mit dem Typen dann im Team. Das ist ja, nö, dann machen wir das schon selber.
Also das ist ja... Das ist ja kacke, ne? Ich meine hier vier Snapper. Das mit solchen Leuten, dass die frühstücken wir doch quasi. Haben wir doch letztens auch schon gemacht, so. So eine Horde von drei Snappern gefrühstückt. Ne, wenn ihr euch erinnert. Machen wir hier einfach schön mit einem Feuerball. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und den letzten Snapper hier. Wie viel Schaden macht? Ach, die machen ja überhaupt keinen Schaden mehr. Dann lassen wir das mit den vielen Feuerbällen auch sein. Wir haben ja jetzt die Rüstung vom Ring des Wassers. Die Snapper sind ja quasi überhaupt gar kein Problem mehr für uns. Ne? Das darf man ja gar nicht... Das ist ja... Ich habe die ja jetzt voll überschätzt, die Viecher. Ja, kommt ruhig her, ihr Mistviecher. Vielleicht kümmern wir uns zuerst um den da. Erinnert ihr euch, als wir da ganz oben waren bei Jacks Leuchtturm gegen die Snapper? Wie es überhaupt nicht klar ging? Und jetzt guck mal hier. Und wenn wir kritischen Treffer landen, wie die Viecher kuschen, ja? So, und so, das sind unsere 360 Erfahrungspunkte. Da kenne ich nix. Und der Typ braucht da Hilfe für. Das ist ja albern. So. Dann, quatschen wir mal trotzdem an. Vielleicht kriegen wir Questbelohnung dafür, dass wir die halt einfach jetzt schon so besiegt haben. Was machst du hier? Wartest du auf jemanden? Ich bin auf der Jagd. Das sieht man doch. Okay, jetzt haben wir die Snapper getötet und er, ja, will nicht mehr die da oben töten. Kann er uns eigentlich was beibringen? Kannst du mir das Jagen beibringen? Na gut. Du warst mir zwar bisher keine große Hilfe, aber ich will mal nicht so sein. Ach, komm schon, Digga. Bring uns das Jagen bei. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Ja, oh, Crawler-Platten nehmen, Klauen hacken, Zangen rausschneiden, Blutfliegenstachel ziehen. Crawler-Platten nehmen würde vielleicht ganz interessant sein irgendwann mal. Ja? Mein Crawler-Platten sitzen den Biestern ziemlich fest auf dem Körper. Aber mit einem scharfen, stabilen Gegenstand bekommt man sie ab. Gut. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Jetzt müsst ihr natürlich wissen, was genau wir brauchen für das Besondere, was wir demnächst noch haben. Klauen hacken könnten wir auch lernen. Aber ich glaube, wir lassen es erstmal. Gut, wir merken uns einfach, dass uns dieser Grimbald hier eine Menge beibringen kann. Und gehen dann mal weiter. Also das mit den Crawler-Platten, das macht Sinn. Das werdet ihr noch sehen. Vielleicht ahnen, dass die Leute, die Gothic 1 das Let's Play geguckt haben. Ich hoffe ja, dass ihr alle quasi sowieso Gothic 1 und 2 guckt. Und Nerim und Minecraft und das, was da demnächst noch kommt. Aber ich kann es natürlich nicht voraussetzen. Ja? Aber ich möchte euch natürlich jetzt auch nicht... Oh, ist der Wasserball wieder laut. Ich will euch natürlich auch nicht spoilern. Ja? Deshalb sage ich mal jetzt nicht mehr dazu. Goblinbeere, sehr schön. Und der schwarze Troll da hinten, der sieht doch eigentlich relativ nett aus. Der, ja, der ist doch eigentlich ein ganz gutes Ziel für unsere kleine Waffe hier. Lalala, ich glaube, der schwarze Troll, der wird... Oh, der kann sich schneller drehen als wir. Das ist ja mies. Oha. Oh, das ist ein bisschen anders, den Typen zu besiegen. Oha. Oha, der schwarze Troll ist wohl ein bisschen anders als der Bergtroll, den ich da letztens mit euch besiegt hatte, mit Rumrennen. Die sind nämlich so behäbig gewesen, das ging ganz ohne Probleme. Mal gucken, ob wir ein Monster Schrumpfen dabei haben. Eisblock haben wir. Einen großen Feuersturm. Ah, Monster Schrumpfen haben wir nicht dabei. Tja. Das ist eine miese Kiste, ne? Der Troll, der sah auch schon ein bisschen gefährlicher aus. Ich dachte, es wäre ein ganz normaler Troll. Aber den müsste man doch eigentlich auch besiegen können. Monster schrumpfen wäre das natürlich alles gar kein Problem. Dämon könnte natürlich auch benutzen. Der dürfte auch gut weiterhelfen. Aber dass der Troll sich hier so gut drehen kann. Ah, oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Na, mal gucken, ob das so gut funktioniert. Der Troll, der ist einfach um einiges schneller beim Drehen als der andere Troll gewesen.
Und das könnte natürlich jetzt ein langes Unterfangen werden, den zu besiegen. Allerdings glaube ich, es wird ganz gut funktionieren. Der wundert sich wahrscheinlich, wer ihn die ganze Zeit am Arsch kratzt. Hat es ja noch gar nicht gesehen. Aber ich glaube doch, so müsste es funktionieren. Hoffentlich wird er jetzt hier nicht... hoffentlich hat er nicht Bohnen gegessen, wenn ihr versteht, was ich meine. Denn sonst würde uns das wahrscheinlich auch umhauen. Wir müssen halt natürlich versuchen, hier irgendwie einen guten kritischen Treffer zu landen. Na, so. Und das ist jetzt natürlich Fließbandarbeit. Das kann man quasi machen, ohne viel nachzudenken. Aber ich hoffe, ihr akzeptiert so eine Art Kampftechnik, weil ich meine, letztendlich ist es ja auch eine Form des Geschicks, ne? Einen schwarzen Troll ganz alleine mit dem Stab des Wassers kaputt zu kloppen. Ja, normalerweise, also von den Piranhas ist das ja so angedacht, dass man Trolle nur besiegen kann, indem man Monster-Schrumpfen benutzt. Monster-Schrumpfen ist eine Rolle, die gibt's nicht unendlich oft. Und jetzt frage ich mich gerade, ob der ein anderes Fell ablässt, der schwarze Troll. Ich meine, der ist ja eigentlich eine bekannte Institution in Korinnes. Immerhin ist er sogar auf der Karte eingezeichnet. Naja, und was wollte ich gerade sagen? Ach ja, und deshalb, man kann eigentlich, glaube ich, gar nicht alle Trolle besiegen, weil es gar nicht genug Monster-Schrumpfen gibt. Zumindest so die erste Überlegung. Oder später kämpft man dann halt mit extrem starken Waffen gegen den Troll, wenn man selber so extrem stark ist und man quasi selber ein Troll ist. Hahaha, troll mal hier nicht so rum. Und ich weiß gar nicht, ob die sich das so gedacht haben, dass man den so besiegen kann. Allerdings finde ich es ein nettes Feature. It's not a bug, it's a feature, ihr wisst schon. Und natürlich dauert das jetzt hier ziemlich lange. Ich könnte natürlich jetzt den Troll einfach fertig machen und das mit so einer lustigen Musik unterlegen so und einfach schneller abspielen. So, komm, von wegen so. Ne? Oder aber ihr haltet mit mir zusammen einfach durch die paar Minuten, die das jetzt dauern wird. Und wir philosophieren einfach darüber, wie es einem Troll hier oben auf dem Berg so gehen mag. Also der Junge, der kann sich ja erstmal gar nicht auf den Rücken legen, ne? Wegen seinen Stacheln. Das ist, denke ich mal... Vielleicht macht ihn das so grantig, weil er niemals schlafen kann. Oder er muss immer auf dem Bauch schlafen. Ihr wisst das sicherlich, wenn ihr auf dem Bauch schläft, dann hat man manchmal so ein Hohlkreuz. Mir geht das zumindest so. Und dann tut einem irgendwann der Rücken weh. Also seit ich eine neue Matratze habe, ist das nicht mehr so. Aber eine alte Matratze war das. Und ja, ich würde auch ziemlich grantig sein, wenn ich irgendwie solche Stacheln auf dem Rücken hätte und niemals ordentlich schlafen könnte. Außerdem kann der Typ ja, der passt ja durch keine einzige Tür, weil er ja so breit ist, ne? Und da er so krumm ist, ist er ja quasi von der Seite genauso breit wie von vorn. Ne? Das heißt, der kann eigentlich passt er durch sowieso fast gar keine Tür. Passt eigentlich nur durch Burgtore durch. Und überhaupt ist er auch von niemandem gemocht. Also ich glaube, so ein Troll sein ist nicht toll. Ne? Aber es gibt ja genug Trolls im Internet, die könnten wir ja mal fragen, wie es ist, ein Troll zu sein. Aber ich glaube, es ist nicht so toll. Was meint ihr dazu? Kennt ihr Trolls? Also, seid ihr eine? Also, ich finde ja, also, überhaupt mal ein Lob an meine Zuschauer. Also, ich finde euch alle ja wirklich super lieb und super nett. Also, ich finde das toll, was für ein Ton eigentlich in den Kommentaren herrscht. Das ist eigentlich überhaupt nichts mit Geflame, nichts mit Gehate. Alle reden sachlich, geben Tipps, spoilern nicht, unterhalten sich nett und freundlich, stellen sich manchmal sogar Fragen und beantworten sich sogar gegenseitig. Das finde ich ganz toll. Also, großes Lob an euch. Ich finde euch super. Aber... Kennt ihr das trotzdem aus vielleicht Internetforen oder so? Hattet ihr schon mal mit Trolls zu tun, die einfach nur Stress machen wollen? Die einfach nur, ja, einfach nur Miesmacher sind? Ich auf jeden Fall schon. Und die machen das ganze Klima kaputt in solchen Foren, wo man eigentlich versucht, Wissen auszutauschen oder so. Oh oh. Wir dürfen uns nicht ein einziges, das ist das Schlimme, wir dürfen uns nicht ein einziges Mal von ihm treffen lassen. Sobald das passiert, ist, denke ich, die Sache geritzt für ihn. Weil dann liegen wir auf dem Boden und er kann dann so auf uns raufspringen und uns töten. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Hoffentlich passiert mir jetzt hier nicht noch irgendwie so ein Fehler. So. So. Und so. Das ist quasi die Folge für die Trolls. Haha. Und ja, also wie gesagt, schreibt mir das doch mal in die Kommentare, was ihr denn so von Trolling haltet.